So, dann wollen wir mal Essen einsammeln. Zack, zack, zack. Und du stirbst schon mal recht schnell, damit du auch gleich wieder respawnen kannst. Halten echt viel aus dafür, dass das Gegner sind von der vierten Ebene oder so. So, Kiste mit Würfeln. Noch mehr Würfel. So, das ist unsere Würfelkiste. Das ist unsere Essenskiste. Und wer kriegt die Hose? Er kriegt die Hose. Ziehst du sie auch an? Gut. Zack, zack, zack. Hat irgendjemand akut noch Hunger? Ja, du. Du könntest auch was vertragen. Tun wir in die Kiste mal den ganzen Krimskrams hier rein. Nee, das wollte ich nicht. Also Questsachen oder Gegenstände, die wir nicht unbedingt brauchen, obwohl wir aber nicht wissen, ob wir sie einfach so wegschmeißen können. Was war hier drauf? Licht und Dunkelheit. Ja, das kann alles in die Kiste. Zuck. Die Kiste ist noch für Essen. Also das hier ist jetzt der Raum mit den Pilzen. Den mache ich mal zu und gehe wieder runter. Geh wieder hoch. Und zwei neue Pilze. Sehr schön. Das heißt, die respawnen anscheinend immer, wenn wir das Level wechseln. Also, vielleicht auch noch irgendwie anders, aber das kam mir einfach am sinnvollsten vor. Das heißt, wir können sie theoretisch auch wegnuken. Das geht ein Ticken schneller. Dann schlafen wir zwischendurch halt mal. Es dürfte trotzdem noch positiv sein. Also, wir verbrauchen halt Essen durch das Schlafen. Aber wir töten schneller, als wir schlafen müssen. Kein Pilz. So viel zu meiner Levelwechseltheorie. Und das Ding ist von alleine aufgegangen. Ah, da ist er wieder. Sie wieder. Zack. Zack. Und so kriegt Zed auch ein bisschen Zauberlevel dazu. Ist ja auch okay. Oh, Kiste ist voll. Sehr schön. Dann ist jetzt die Kiste dran. Und er bekommt gleich mal ein paar Stärketränke. Damit er ein bisschen mehr tragen kann. So, Stärke war in das, das. So, gleich noch ein. In das, das. 78, das ist schon mal okay. Das war der Würfelkasten. Das war Krimskramskasten. Den wir auch in der Rumpelkammer abstellen können später. Genauso wie die ganzen Amulette, die wir nicht unbedingt direkt brauchen. Jetzt, wo wir diese Schnellstraße quasi haben, vom Dämonenlevel hoch zum Feuerstab durch die Plasma-Dinger, können wir die Rumpelkammer auch wirklich so nutzen, wie sie auch gedacht war. Wo wir wirklich alles reinpacken, was wir nicht direkt brauchen. Und da muss ich mir einfach mal auf die Unterlippe beißen und das durchziehen. Weil sonst sind wir nur am Aussortieren, das ist einfach nur nervig. So, trinken dürfen wir auch auf keinen Fall vergessen. Aber erstmal Pilzscheiben. So, ich laufe nochmal. Das Gitter ist schon wieder zugegangen. Ist jetzt schon wieder Respawn. Jo. Huh. Also anscheinend sind irgendwo Druckplatten, die man nicht sehen kann. Oder irgendeine Form von Auslösern. Die denn hier die Tür zu- und aufmachen und den Gegner respawnen. Die Gegner respawnen. Na gut. Will ich nichts gegen sagen. Wir laufen jetzt einfach hier eine ganze Weile im Kreis. Gucken mal, ob hier noch irgendwo irgendwas rumliegt. Und da ist die Tür schon wieder auf und zu gegangen. Zup, 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 zup. Ja, das ist mein Gefangener. Lass ihn leiden. Ja, der kann auch ruhig leiden. Jetzt müssen wir gleich wieder beim Raum sein. Jo. Manchmal geht der Raum auch auf und zu, ohne dass irgendwas passiert. Das ist komisch. Dumm. So, Schlafenszeit. Wenn wir von Pilzen geweckt werden, umso besser. Aber scheinbar nicht.
Das heißt, er kann sein Mana mal ein bisschen verbrauchen für mehr von diesen Stärketränken. Damit wir uns da keine Sorgen machen müssen. Jo. 91 ist er schon. Jo. 104. Ja, da habe ich auch nicht wirklich so die moralischen Bedenken. Wir benutzen es ja nur, damit wir mehr tragen können. Dadurch sparen wir uns Zeit. Und das ist so ziemlich das Einzige, was beim Let's Play ich vertragen kann. An, in Anführungszeichen, Power Gaming. So, die Kiste kann auch weg. Wenn wir jetzt die Stärketränke benutzen würden, um unsere Krieger total hoch zu powern, dann hätte ich damit echt ein Problem. So. Jo. Das reicht jetzt aber auch. So, haben wir noch irgendwo Kisten? Ne, wir haben nur die Krimskramskiste hier. Aber gut, die Krimskramskiste wird wieder aussortiert. Keiner hat Platz. Das allgegenwärtige Problem. So, und das wird unsere dritte Essenskiste. Die würde ich eigentlich schon mal ganz gerne nach unten bringen und dann hier weiterfarmen. Aber das ist so die Frage. Also ja, am liebsten würde ich jetzt die Kiste hier noch voll machen. Dann würde ich gerne runterlaufen zur Rumpelkammer, die drei Essenskisten da abladen und drei neue leere Kisten mitnehmen. Wir haben ja vier oder fünf da unten rumliegen. Und dann halt nochmal hier hochgehen, die Kisten auch nochmal alle voll machen, dann wieder zurück zur Rumpelkammer, damit wir da fünf, sechs Kisten voll Essen da haben. Dann alles aussortieren und dann wieder runtergehen und nach diesem doofen Dingen suchen, wo man die Lupe benutzen muss. Aber gut, machen wir erstmal die Kiste hier voll, dann können wir weiter gucken. Runter. Oh, jemand hat Hunger. Ja. So viel dazu. Also es dauert doch noch ein Eckchen, bis wir hier fertig sind. Kann es sein, dass wenn man nachher mehr Mana hat und man das schneller hochregeneriert, weil das ja wohl anscheinend irgendwie prozentual ist, dass man schneller Essen verbraucht? Weil so viel haben wir gar nicht geschlafen und trotzdem ist die Essensanzeige ganz schön runtergegangen. Seitdem wir hier diese Pilzaktion machen. Gut. Das werden wir gleich beobachten können. Wir machen einfach hier weiter. Im allerschlimmsten Fall trainieren wir gerade einfach nur Kämpferlevel und bleiben bei einem neutralen Essenslevel. Ein Stück. Ja, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Ah, da ist Nummer zwei. Fieb. Okay, für zwei Stück Essen. Wie sieht es bei dir aus? Du hast auch Hunger. So, wieder runter. Können wir ganz kurz das Mana, das wir noch über haben, nutzen für Heiltränke. Obwohl, er wird keine ganz hohen Heiltränke hinbekommen. Aber wir können es trotzdem mal versuchen. Vielleicht kriegen wir ja so auch einen Priester bei ihm zusammen. Cosmog kriegt das hin. Ja, Cosmog ist ein ganz toller. Zack. So, Elijah hat noch jede Menge Mana über. Flop, flop. Flop, flop. Falsch. So. Das war die falsche Kiste. Das ist die richtige Kiste. Respawn? Fragezeichen. Oh ja, richtiger Respawn. Und ein Kriegerlevel, sehr schön. Wusch, wusch. Ein Stück Pilz. Komm. Zwei Stück, drei Stück, vier Stück. Ja, so rentiert sich das doch gleich viel besser. Fünf Stück, sechs Stück Pilz. Also anscheinend können hier ein bis drei oder null bis drei Pilze drin respawnen. Ich laufe ein bisschen weiter weg. Vielleicht ist hier noch irgendwo irgendwas Interessantes. Okay, das war weit genug. Sonst verlaufe ich mich noch.
tun her? Na, vergiften wollte ich mich eigentlich nicht. Und das Wurmfleisch sollten wir gleich essen, denn das wiegt viel zu viel. 1,1 Kilo. Nö, muss nicht sein. Und bringt fast gar nichts an Nahrung. Ich glaube, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ja, das glaube ich echt. Ja, laufen wir mal in eine andere Richtung. Was haben wir hier? Na, Pilz, das ist schon mal gut. Die sind gleich viel angenehmer. Fieb. Wofür die Edelsteine da sind, frage ich mich echt. Die waren ja bei dem Teleporter-Rätsel, bei dem Grubenrätsel und bei dem anderen Rätsel, waren die immer dahinter in dem Bereich gewesen. Als Schätze in der Schatzkammer. Aber wir haben sie bisher nicht gebraucht. Das ist echt komisch. Chup, chup. Na komm, noch ein Kriegerlevel für Zed, damit er endlich das Schwert richtig benutzen kann. Oh, Kiste Nummer 3 ist voll. Schön, schön. Dann machen wir jetzt alle nochmal satt. Er nicht. Er kann auch was essen. So, und jetzt, ja, was machen wir jetzt? Machen wir uns jetzt schon wieder auf den Weg runter zur Rumpelkammer und machen echt die Aktion mit dem Hoch- und Runterlaufen? Ich weiß ja nicht. Oh, wir sind wieder falsch. Ich bin irgendwo echt ganz komisch abgebogen. Oh, oh. Okay. Rumliegen werden lassen wir die Würmerscheiben nicht. Irgendjemand noch ein ganz kleines Witzelchen platzen in seinem Magen? So. Also, wo ist die doofe Tür, die wir auf und zu machen durch die doofe Platte? Wo kommst du näher? Dich mag ich ganz und gar nicht. Hier scheinen irgendwie random Gegner zu spawnen. Also entweder Pilz oder Wurm oder dieses Steinding. Wir sind gerade merklich langsamer geworden. Er ist überladen. Ach, Stamina. Das alte Problem mit der Tastatursteuerung. Gerugon drückt einfach zu schnell. So, Wurm. Du stehst falsch. Dass sie weglaufen, ist mir auch echt neu. Aber ja, kann man nichts ändern. Ist also so, oh, hier ist unsere Tür mit den Pilzen. So, das heißt, wir packen jetzt einfach. Habe ich gerade das Ding da runtergeschmissen? Das kannte ich auch noch nicht. Aber gut, wir schmeißen es jetzt erst einfach mal runter. Schlafen hier und töten noch ein paar Pilze. Das deponieren wir dann alles hier am Eingang und dann werden wir irgendwann in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder runterhuschen zu unserer Rumpelkammer. Da das ganze Essen deponieren und dann überlege ich mir, ob wir nochmal hochgehen, um noch mehr Essen zu holen oder ob wir wieder runtergehen und nach dem Lupendingen zu suchen. Weil ich würde ja eigentlich schon mal ganz gerne auch weiter in der Story kommen und nicht nur durchgehend Ressourcenmanagement betreiben. Auch wenn ich das ganz cool finde. Aber dass das Ganze kein Tunnel-Shooter quasi ist, wo man einfach nur von einem Spot zum nächsten geht, die Rätsel löst und das war's dann, wo man niemals zurücklaufen muss. Chop, 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 chop. Diesmal sind hier richtig viele Pilze. Vielleicht je länger wir weg sind oder je mehr Druckplatten wir auslösen hier auf der Etage, desto mehr spawnen hier. So, ich wollte ein bisschen Zauberer-Level trainieren. Keiner hat mehr Platz, das ist nicht gut.
Wir müssen unbedingt an das Wasser denken. Was steht hier drauf? Lichtzauber, was steht hier drauf? Blitzstrahl, den können wir uns doch langsam merken. Das Zauberbuch brauchen wir auch auf jeden Fall. Die anderen Sachen sollen in die Rumpelkammer. So. Die Flasche kann auch dahin. So. Also. Oh, hier sind ja noch viel mehr. Na gut, kann man jetzt nicht ändern. Hallo? Die schmeißen wir mal alle dahin. Richtung Treppe. Guti. Also wir sind jetzt irgendwo Ebene 4 oder 5. Jetzt speichern wir mal ab und danach machen wir unseren Trip zurück Richtung Rumpelkammer. 66. Also bis gleich.